Yo Leute, was geht? Freunde, Skibidi die Toilet Multiverse Folge 18 ist gerade erschienen heute und heute gibt es das Video dazu, Leute. Und es ist wieder mal soweit, Leute. Die ganze Reihe um die Titan Clockman, um das Skibidi die Toilet Universum geht natürlich in die nächste Runde. Wir werden herausfinden, was ist eigentlich aus dem größten Verrat aller Zeiten passiert mit diesem weißen, komischen Clockman, der irgendwie der Creator der Reihe sein soll. Wir schauen uns in diesem Video Folge 15 bis 18 komplett im Stück an und finden heraus, wie es weitergeht und ob die Clockmen eine Chance haben. Wir schauen natürlich wieder bei DOM Studio rein, lasst ein Abo da und vergesst nicht, gerne ein Like da zu lassen. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, Leute, bei Folge 15, wo wir vor diesem komischen Honda Civic stehen. Und da seht ihr den Cameraman, wurde erstmal auseinandergenommen, Leute. Und oh mein Gott, Alter, was ist das für Skibidi Toilets? Und Bruder, das scheint irgendwie der Drillman zu sein. Der kann sich wie so eine Kugel zusammenrollen. Und ich glaube, die Musik, die da hinten, Leute, ich glaube, die Musik im Hintergrund, die erkenne ich so ein bisschen. Das ist, glaube ich, diese Avatar-Herde-Elemente-Kampfmusik. Oh mein Gott. Und jetzt, zack, Alter, mit explosivem Dartpfeil. Und Leute, man muss einfach Props geben, wie gut das Ganze animiert ist. Oh Mann, der Dude hat es nicht überstanden. Dieses Skibidi Toilet ist definitiv down. Und hier, zack. Erstmal abwerfen, spülen, nächsten abwerfen. Alter, was sind das für Zombies? Und ich glaube, gleich passiert es, da lernen wir eine neue mysteriöse Kreatur kennen. Eine brandneue mysteriöse Kreatur. Und hier erstmal so ein Cameraman, der mit so einem Erste-Hilfe-Set kommt. Ich glaube, für den kam die letzte Hilfe schon längst zu spät. Und ich weiß nicht, was das für ein Skibidi Toilet ist. Aber auf einer der Cameramen schafft es, ihn aufzuhalten. Und wir sehen, da kommen noch mehr Helikopter-Skibidi-Toilets. Und hier haben wir den TV-Man. Der... Ah, der TV-Woman! Natürlich, TV-Woman. Voll vergessen, Leute, was in der Folge alles passiert ist. Es ist schon so lange her, dass ich darauf reacted habe. Und hier haben wir den Clockman und wir sehen nochmal, auf diesem Tablet sehen wir noch einmal die verschiedenen Titans, die gerade nicht verfügbar sind. Zum Beispiel der Titan Cameraman ist nicht da, der Titan Speakerman ist nicht da, Titan Drillman, Titan TVman und der Titan Clockman sind alle in diesem Kampf nicht verfügbar. Und das ist definitiv nicht gut, wenn man gegen die Skibidi Toilets kämpft, die auch noch ein paar Titans haben, wie zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, und dann kommt dieses Teil. Aus einem Multiversum kommt irgendein Teil aus einer alternativen Zeit. Und ich weiß nicht, was das für ein Teil ist. Aber das Ding sieht heftig aus. Geht komplett ab. Und... Oh, der hat einen sehr schönen Uhrenkopf. Also als wäre das so eine Audemars Piguet. Und der fesselt erstmal die ganze Kraft. Setzt alles irgendwie auseinander und plötzlich ist die Zeit pausiert. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie es weitergeht. Deswegen kommen wir jetzt zur ersten neuen Folge und zwar zu Skibidi Toilet Multiverse 16. Und hier sehen wir... Wow. Okay, ich habe darauf noch nicht reacted. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen älter. Aber es sieht aus, als wären die... Sind die irgendwie eine Art London oder so? Das sieht wirklich sehr nach London aus vom Style her. Ich meine, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Clockmen mit den ganzen Zylinderhüten so eine Anspielung auf Sherlock Holmes sind? Würde Sinn machen. Aber es sieht halt wirklich aus wie Harry Potter. Hat der Typ seine Kamera verloren? Bro. Hat er seine Kamera verloren oder... Yo, was macht denn der mit dem? Oh mein Gott! Wow! Bro, du bist die gruseligste Skibidi Toilet, die ich je gesehen habe. Und wait, wer kommt jetzt? Drill Woman! Das ist die Premiere von Drill Woman! Und Leute, wir wissen alle, dass die Frauencharaktere im Skibidi Toilet Universum immer crazy sind. Ich erinnere an Camera Woman, TV Woman, mein Lieblingscharakter im ganzen Universum, Speaker Woman und... Moment, Speaker Woman hatten wir nicht. Und wir haben jetzt Drill Woman! Und die macht es erstmal dieser Silent Hill Kreatur ein bisschen schwierig. Oh Gott. Bam! Yo, der war nicht schlecht. Die ist tough.
Und jetzt bohrt sie durch die Spülung. Und er ist besiegt. Alter. Also ich würde auf jeden Fall sagen, lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Wie war die denn bitte drauf? Crazy. Oh, die macht so ein Herz-Emoji. Alle mal ein Herz in die Kommentare, Freunde. Alle mal ein Herz in die Kommentare. Die war ja richtig cool. Was ist das für ein Laser? Bam, bam. Not bad. Not bad at all. Und der kam zu 100% über diesen Lichtstrahl. Aber zu 100% haben sie den Zeitstein von Dr. Strange geklaut. Das ist zu 100% deren Kraft. Die können Portale machen. Bist du irgendwie Gehirn-Man? Kaugummi-Man? Wer bist denn du? Was? Ariel, listen to me. I've come in peace. I don't mean harm. Wer war das? Wer war das? Ist ein Secret Easter Egg? Keine Ahnung, wer das war. Aber wir werden das herausfinden in der nächsten Folge. Leute, ich muss euch eine ganz kleine Vorwarnung geben. Diese Folge, die ich jetzt euch zeige, Folge Nummer 17, kam vor 6 Tagen raus und hat eine Länge von sage und schreibe 4 Minuten 28. Damit ist die Folge alleine, ohne jetzt in verschiedene Parts aufzuteilen, die längste Episode in einem Skibidi-Toilet-Video aller Zeiten. Und danach kommt die zweitlängste Folge. Folge Nummer 18 ist gleich soweit. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Let's go in Folge 17. Warnung! Diese Episode hat einen Jumpscare. Okay, warum? Oh mein Gott. Alles klar. Wir haben Cameraman, die in einem Tower angreifen von den Skibidi-Toilets. Und jetzt geht's ab bei denen. Jetzt geht's ab bei denen. Wo ist dieser Jumpscare, frage ich mich. Leute, ich werde euch, by the way, in diesem Video das erste Mal nicht vorwarnen, wenn ein Jumpscare kommt. Also, dieses Mal werden wir beide gleich darauf reagieren. Okay, come on. Bam. Alter, seit wann haben die alle leuchtende Augen und... Wow. Alter. Sind wir irgendwie einer von den fliegenden Cameramen? Und wir haben hier, by the way, da war gerade ein Easter Egg. Hier steht, Leute, Skibidi Base 3. Das ist die dritte Basis der Skibidi Toilets also. Okay, und was ist das jetzt für eine Kreatur, die dort im Schatten rauskommt? What? Was bist du denn für einer? Bro, du bist ja straight aus Arkham. Du kommst ja straight aus dem Arkham Asylum. Warte mal. Ruhig sein, kein Geräusch machen. Psst. Oh Gott. Oh mein Gott. Der ist straight aus dem Gefängnis raus. Nein. Komm, 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 Cameraman, come on. Wir schaffen das, wir hauen zusammen ab. Na los. Boah! Bro, den hat's komplett auseinandergenommen. Und jetzt? Wer ist das? Titan Speaker Man? Ja! Es ist Titan Speaker Man! Er ist wieder da, Leute. Er ist wieder da. Und ich sehe, er hat ein paar Upgrades bekommen. Er wurde nämlich repariert und man sieht es hier an diesen ganzen Platten. Ich denke, er hat ein bisschen Schutzpanzerung erhalten. Und er hat auch ein Visier vor seinem Lautsprecher. Am roten Laser erkenne ich ihn sofort. Jetzt kommt's zum Kampf. Der Gefängnis-Skibidi-Toilet-Boss gegen den Titan Speaker Man. Oh, wow, wow. Sehr gute Animationsqualität. Ja, erste Kugelkette ist zerstört. Und jetzt benutzt er sie noch gegen ihn. Leute, man muss sich mal überlegen. So langsam werden die Episoden ja mal USK 18 oder so, ne? Oh mein Gott. Ja. Denkt dran, meine Damen und Herren, der Jumpscare war noch nicht. Es wird noch was passieren. Aber ich find's cool, dass sie uns vorwarnen.
TV-Woman. Hallo. Was passiert denn jetzt? Wollen die... Ah, die wollen in die Basis rein. Oh. Oh, TV-Woman. Oh, TV-Woman. Ah, oh, TV-Woman. Ah, ja, TV-Woman. Ja, TV-Woman. Ist es denn jetzt schon soweit? Ist denn jetzt schon Valentinstag, TV-Woman? Ich meine, okay, aber ich dachte, du wärst mit was mit Cameraman und so. Okay, sie teleportiert uns jetzt. Oh, zu dich nach Hause. Oh, TV-Woman. Zu dich nach Hause oder was? Aha. Ey, bitte, ihr darf nichts passieren, Leute. TV-Woman muss immer beschützt werden. Wenn sie drauf geht. Warte mal kurz. Hat sie eine Spielzeugpuppe aus Skibidi Toilets gebaut? TV-Woman? Ich glaube, ich muss dieses Date abbrechen. Alter. Was? Was seid ihr? Warum zeigt sie mir das? Warum zeigst du mir das? Oh ja, das wolltest du mir zeigen? Was sagt denn ihr Blick? Das ist das erste Mal, dass ich diesen Blick von TV-Woman sehe. Okay. Ja. Also definitiv nicht so ein guter Blick. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Leute, das Video hat jetzt eine ganz merkwürdige Atmosphäre bekommen. Oh. Ist das der Jumpscare gewesen? TV-Woman greift an. Bro. Jetzt erkenne ich dich. Es ist Momo Skibidi Toilet. Es ist Momo. Was? Okay, wie cool. Eigentlich auch dumm, aber wie cool. Yo. Danke, TV-Woman, dass du mich gerettet hast vor dieser verrückten... Nein! Nein! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute, das ist der größte Verrat noch einmal. Dieser komische Dude. Dieser komische Dude. Das war der Typ, der das ganze Skibidi Toilet Universum irgendwie auf den Kopf stellen will. Wir wissen nicht, ob er böse ist oder so, aber er hat diesen anderen Assistenten TV-Man, der mit diesem Mauszeiger ist. Und das macht jetzt alles Sinn. TV-Woman und TV-Man stecken mit unter einer Decke. Und warum wird das uns gezeigt? Denn wir sind ja kein TV-Man. Wir sind ein Skibidi... Wir sind ein Cameraman. Oder sind wir ein anderer TV-Man? Was passiert hier bitte, Leute? Oh Gott. 1A. Und TV-Woman studiert gerade die Skibidi-Apokalypse. Nein, noch nicht. TV-Woman, warum hast du das getan? Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Du warst mein Lieblingscharakter. Und jetzt machst du sowas? Skibidi Apokalypse? Ist das dein Ernst? Du arbeitest mit diesem Typen zusammen? Leute, Verrat in die Kommentare. Scan complete. Sending. Wem? Wem sendest du? Leute, wir müssen uns die nächste Folge angucken. Folge Nummer 18, die heute erschienen ist. Jetzt ist es endlich soweit. Let's go. Das ist jetzt Folge Nummer 18, Leute. Und jetzt geht es endlich zur Sache. Wir werden herausfinden, was es mit dieser Datei zu tun hat, die gesendet wurde. Und ich glaube, Leute, dass das Ganze hier ein Serverraum war von den Cameramen. Und wir haben einfach... Wow! Hey! Ist das unsere Basis? Und ich krieg gerade einen Raketenwerfer. Dankeschön. Dankeschön dafür. Oh mein... Alter, wie krank sieht das bitte aus, Leute. Nein, der eine Drillman. Wir müssen ihn zurückholen. Zieht ihn zurück. Oh. Okay. Der Raketenwerfer ist aufgeladen. Was ist das? Titan TV Man? Entschuldige mal bitte. Wer bist denn du? Ist das...
Ich weiß immer noch nicht, was das bitte war, aber ist das eine Anspielung auf The Amazing Digital Circus? Pomni? Kaufmo? Ich fand's auch cool. Hat definitiv Spaß gemacht. Alles ist skip in die Toilette. Oh. Nein, nicht Mähdrescher. Oh Gott, lauf, Leute. Ja, er macht Feuerwerkattacke. Alter. Bro. Titan Cameraman ist wieder am Start. Und er macht dich jetzt in deine Clowns-Show zurückversetzen. Bro, das war actually so krass, dass ich hier das erste Mal in dem Skibidi-Toilet-Universum diese Szene zensieren werde. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet von der Skibidi-Toilet-Folge. Dass das so krass ist. Was macht er? Er empfängt ein Signal. Oh Gott. Oh ja, das müssen wir wieder zensieren. Wow! Ich glaube, wir erleben gerade die Prequels, also wie das Ganze entstanden ist, oder? Aber was? Leute, immer noch eine Sache, die ich verstehe. TV Woman hat eine Sache gescannt. Die Skibidi-Apokalypse. Und sie hat diesen Scan abgeschlossen und die Dateien gesendet. Ich glaube, Leute, dass TV Woman am Ende die Dateien an die Cameraman gesendet hat. Und ich glaube, das war sogar Teil des Plans von diesem weißen Uhrenmann. Mickey Maus? Nein, Goofy? Du Goofy! Wer bist du? Bro, was ist das? Es gibt ein Skibidi Toilet Horror. Du bist zurück? War der nicht letztens down? Pennywise! Pennywise! Clown Skibidi Toilet? Oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir haben die Halloween-Season erreicht. Ich glaube, ein paar Monate zu spät seid ihr. Alter, was war das? Leute. Was? Okay, Leute, jetzt kommen auf jeden Fall die Clown-Skibidi-Toilet, die Horror-Clown-Skibidi-Toilet. Ey, warum bin ich nicht darauf gekommen, ey? Wie krass. Leute, ich würde sagen, das waren auf jeden Fall die neuesten Episoden von Skibidi-Toilet Multiverse. Wenn ihr möchtet, dass wir auf die nächsten Folgen wieder reacten, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Und ich würde sagen, wir reagieren dann auf jeden Fall, wenn die nächsten Episoden draußen sind, auf die nächsten Folgen. Haut rein, Leute, IDZock ist raus und ciao.